Alles. Ha. Da hinten ist ein Küchenmotor mit wenig Watt. Ja. Und da, in dieser Kappe sind Schlitze. Da wird die Luft eingesaugt. Und zwar, wenn sich, da sieht man die zwei Platten, mit, in dem Fall sind die Schlitze unten, weil es so liegt. Da muss man mal schauen, warte, schaut man das Licht ein. Die sind zwar sehr empfindlich, aber sieht man gleich hinten die zweite Platte. Und ja. Da ist mit einem Schauberger Zement, wir sagen nur Zement, ist aber mit Wasserglas und bestimmte Stoffe eingeklebt. Aha. Zwischen den Platten. Und das halt Abstand, wo man eben da hineinsieht. Ja. Und da draußen habe ich das war größer, so umgebörtelt. Und da sind sie 1 Millimeter auseinander. Wie schafft man es, dass der Abstand hier drin so bleibt? Oder liegen die hier liegen sie direkt aufeinander? Nein. Oder ist da auch 1 Millimeter Luft da? Ja, ist überall. Es wird immer dünner bis hierher. Mhm. Und also wenn die Luft ist zwischen diesen zwei Membranen und wie es dreht, schleudert sie, wird herausgesaugt. Mhm. Weil der Umfang immer größer wird, entsteht Vakuum. Mhm. Und dann herausgesaugt. Und dann fliegt hier diese Luft heraus. Auf einen Ring. Mhm. Stabilen, stehenden Ring. Und dann gibt es eben diese Retourkutsche. Mhm. Und das kann ich hier anstarten. Das ist jetzt für 220. Das ist die berühmte Kohlefadenlampe, die hat die höchste Heizleistung, darf aber nicht gestoßen werden. Ja. Und ich hatte Kino vorgeführt und da hatte ich auf jeder Phase ein Voltmeter. Aha. Und dann sah ich, wenn die Leute am Abend oder früh morgens alle kochen, elektrisch, dann fällt die Phase, die am meisten belastet ist, zusammen. Ja. Und die andere steigt hoch. Und da gibt es eben Phasen, die sind 280 Volt. Ui. Und dann sind die Lampen kaputt. Oder alle, viele Geräte. Die Spannungsspitzen. Und die E-Werke sind mit der Elektroindustrie abgesprochen. Mhm. Und auch wenn es so gewitterig ist, übrigens habt ihr jetzt Hochwasser da oben. Da hat es so stark geregnet, dann haben sie Hochwasser. Schrecklich, auf der ganzen Welt. Ja, der Mensch ist so böse. Ja, innerhalb 100 Jahren alles kaputt gemacht. Und die haben Milliarden verdient. Und die könnten wieder Milliarden verdienen für die Wiedergutmachung. Nein, machen sie nicht, sondern Fortsetzung von dieser Zerstörung. Mhm. Ich glaubte zuerst, ja, das glaube ich, dass der kalt ist. Aber wir gehen gleich da oben, ist warm. Ja? Ich zeige jetzt nur kurz. Sieht da ist ein Aluminium, ein Zinkring, reiner Zink, lauter kleine Zink, Schlitze. Ja, ja. Und diese kleinen Schlitze, das ist ganz locker aufgehängt, sieht? Ja. Ich kann da, und stellt sich, wenn sie sich dreht, sofort. Voll in die Waagerechte dann. Und diese Membranen nebeneinander, da, wenn sie sich bewegt, dann fällt jetzt anders, weil sie verkehrt da liegt, wäre rechts drehen, dann saugt es da hinein und es wird immer schneller. Mhm. Das ist dasselbe wie in der Schweiz, diese Teilchenbeschleunigung in Genf. Ja. Und wer kann mit dieser Apparatur, wenn es ausgewuchtet ist, 30, in höchstens 60.000 Umdrehungen fahren. Und dann habe ich Lichtgeschwindigkeit oder Schallgeschwindigkeit. Ja. Und da passiert Ungeheures. Fritzig hat irgendwo mal gelesen, dass man dafür eine Winkelgeschwindigkeit von ungefähr 100 Meter pro Sekunde braucht, dass der Effekt eintritt. Ja, kann das ungefähr hinkommen?
Ja, die Natur verwendet ja alles. Nur der Mensch, ich lege mich ja mit der höchsten Wissenschaft an, obwohl ich der geringste, einfachste Mensch bin. Mhm. Und es ist Unbuch, das macht aber nichts. Und hier kommt jetzt die Kaltluft. Die geht so weg, zentrifugal. Ja. Ja. Und die andere Warmluft, die musst du mit deinen Händen spüren. Jetzt ist es jetzt warm. Sagen wir, es war 20 Grad Kälte und alle haben kalte Hand, spüren sie sofort das. Jetzt hast du, was du da hast, wirst du es nicht spüren. Mhm. Das ist ein ungeheuer Wärmeeffekt. Also im Grunde genommen eine künstliche Sonne. Wenn du das Plakat da umdrehst, das ist diese Apparatur. Ja, jetzt ist es auch so, nur fällt hier der Hut. Das ist auch alles da. Mhm. Und bei Viktor Schauberger, das war 1938. Und man schaut es so an, aber Viktor sagt, alles um 180 Grad umdenken. Mhm. Und wer das nicht macht, das funktioniert schon, aber nicht so gut wie es gehört. Mhm. Ich spüre das sofort, obwohl ich auch kalte Hände habe. Ne? Mhm. Und also um 180, oben ist schon am Plafond. Okay. Das ist jetzt diese Wärme, die hier rauskommt, immer am Höcker. Ja, ja. Und auch im Tal. Aber zwischen ist immer diese zwei Platten pro Schlitz, die Düse. Ja. Der Einsaugung und immer nach außen in diese Schlitze. Mhm. Also auch in dem Fall unten. Und desto mehr nach außen strömen diese Luftgeschwindigkeit immer schneller und dann habe ich eben diese Teilchenbeschleunigung. Und der Walter Schauberger war in der Schweiz eingeladen und er sagt, er kommt nicht zu Hause. Alle Länder sind zwar beteiligt, aber die müssen Glück haben, wenn sie überleben, es könnte eine Explosion sein. Mhm. Ich kann jetzt das noch ganz kurz. Da ist so ein Heizkörper. Also desto schneller, dass man es laufen lässt, dann nur zur Vorführung. Ja. Um das fungiert als Generator sozusagen. Jetzt gibt der Motor ein bisschen mehr Strom. Ja. Nicht über. Ja, über. Ach so, jetzt hast du alles da. Ja. Das hat aber da mehr. Mhm. Das schalte ich aus. Und weil solange es sich dreht, ist die Einatmung in dem Verbunden rauf. Mhm. Und an den Düsen dort kommt diese Pressluft heraus. Und ab dort ist es so bis daher. Ja. Und ab diesem Schlitz Druck. Dann und 52% Sog und 48% Druck. Aha. Also Explosion. Ja. Ist es nicht, weil es ja auch lautlos ist. Genau, also brauchen bei dem System immer noch einen Antrieb das sozusagen. Das ist nur für Wärme. Ja. Ja, hier. Licht können wir ausdrehen. Wir sehen dann von oben die Sonne. Aber das haben wir oben auch alles drin. Bei dieser. Die geht mal raus. Jetzt. Das müssen wir bei der Tür diese bisschen herübergeben. Ja. Weiter hören wir nichts, wenn wir uns lauter unterhalten. Da ist ein Kletterseil, wenn es notwendig ist. Aha. Das wurde gehört und geprüft, die Stiege. Wirklich? Man wollte mich ja loshaben und einsperren. Oh, wann war das gewesen? Vor 2 Jahren. Ja? Da ist es jetzt warm. Dort läuft auch Tag und Nacht schon das Gerät. Aha. Künstliche Sonne, man spürt nichts und doch so warm. Natürlich heizt sich hier zum Kochen mit Holz und Kohle. Aha. Da ist wieder eine Toilette herin. Ich lege noch ein Stück nach.
Aber dort kannst du die ganzen Bilder oben. Das nehme ich mal alles auf, jawohl. Das ist ja herrlich. Das ist jetzt für dich ganz was Schönes. Es ist ausgegangen, aber es macht ja nichts. Ja, ja, die ist so klein. Ja. Haben wir Beschleunigen. Ja, da überall ist Werkstatt. Ja, das gehört so. Und, ich habe noch nichts anderes erwartet von dir. Ja. Und das ist auch jetzt einfach. Ich habe mir die auf diesem Herd, habe ich mir einen Autokühler gelötet. Aha. Der muss für alle kommen, teilweise so groß. Ah ja. Und ja, jetzt ist es so kalt. Da hinten. Das ist oben Neuschnee. Neuschnee? Ja, ja. Am Dachstein, das habt ihr nicht gesehen. Mhm. Das ist Gletscher. Und ja, das ist bis 2000, also bis 1000 Meter Schnee. Bis 1000. Das schaut auch gleich hinaus. Da kommt der Strom her. Zwischendurch habe ich auch so Spielereien mit diesen kann ich die Flüssigkeiten da belegen. Mhm. Und ich zeig mir ganz kurz. Du hast auch schöne Steine. Ja, ja, ja. Aber das sind diese Maschinensteine, die geholt werden, dann werden sie also rund. Auch die hier. Da kommt jetzt. Ach so. Meine kommt da drin. Und da ist die Spielerei. Da lege ich einen Stein hinein und kann links laufen lassen, rechts. Da kriegst du es zu deinem Wasser. Da kommt übrigens ein hochwertiges Wasser hervor. Da. Die blaue Flasche ist da drinnen, ich habe wieder voll mit diesem
dass man den Kühlschrank kann. Mhm. Aber das mache ich eben um 3 Uhr früh oder Victor hat täglich 70 Liter gemacht. Oh. Und dann kann ich mir das sagen. Das Licht fließt, jetzt kommt's. Das ist mir eine Kerze. So schön. Übrigens, wo sie keine, ich habe so große Steine Luftdurchlauf gebaut. Mhm. Und in 4 Sternehotels, also 5, müssen sie ein Wasser fahren. Ja, sind. Ja. Mhm. Und auch natürlich, aber ich mache täglich, aber du kannst die schöne Seite abbeißen. Sind zum Teil gut, die Kerne sind schon meistens braun. Ja, habe ich genug. Und daher hast du übrigens Trauben gemacht. Dann hat ich nach dem Schuh der Nährflaschen schon. Aber, also, dann muss das einfach geben. Ja. Kommt mir ja gar nicht zum Ende mit Filmen hier. Ich mache immer Wahnsinn. Spaß und sage, ich brauche überhaupt nichts erklären. Ja. Ich habe die Bildersprache. Ja. Und die Bildersprache, und das ist ganz wichtig, so Blätter lesen oder viele kaufen sich Bücher, werden aber nicht gelesen oder normal lesen, da liest du drüber. Mhm. Und ich lese manche Sachen 100-mal auch. Und da, boah, da steht's ja. Ja. Oder hat man drüber gelesen. Das ist eine ungeheure, ja, die hatte ich überall mit. Und hier hat von Jörg Schauberger, nicht, dieses Buch, unsere sinnlose Arbeit. Mhm. Und das war, ja. Das hat bei Jörg vorbeigefahren. Ah, da wart ihr schon. Nee, bei Jörg waren wir noch nicht. Also heute noch nicht. Nein, letztes Mal. Ja, dank der offenen Tür. Ja. Und er war gestern nicht da, er ist irgendwo auf Tournee. Ach so. Er war aber da oben über Regensburg, da war ich schon mal dort. Und das war beim Jörg, ich habe alles außen und dann wollte niemand mehr in den Saal hineingehen. Mhm. Und dann, der Jörg war seinerzeit noch bei uns am Fernsehen. Und dann hat mir der gesagt, der war eine Musikschule. Mhm. Und das ist der Messner. Ja. Da ist ein Blick da. Mhm. Das sieht man. Das habe ich natürlich von dem Verlag. Von, ja, die schreiben sehr viel. Ja. Da ist das Kudohorn. Das ist eben mein Lehrmeister gewesen, der Schauberger. Mhm. Und das Kudohorn kannst du anschauen. Eins habe ich hergeliehen, der hat gesagt, ich bringe das hundertprozentig, der lässt sich anschauen auch nicht mehr. Oh. Also das, dann Victor ist so gegangen und mir auch. Und es ist natürlich traurig. Ich ermahne alle zur Ehrlichkeit, tun sie aber doch nicht. Ja, immer wenn Geld eine Rolle spielt, ne? Dann sind die Leute manchmal ja, anders. Ja, sie können aber mit dem Rohr gar nichts anfangen, das ist ja nur... Ich habe das andere so abgeschnitten und tausende Versuche gemacht. Und weißt du, der Knochen da drinnen. Mhm. Aber die, jeder Fluss fließt so, der Golfstrom. Mhm. Ja, weil das Bild ist. Die Natur arbeitet mit diesen Schönheiten. Mhm. Ja. Da gibt es viele Steine, die sind tödlich. Aber die meisten sind für gute Zwecke. Aha. Und da gab es. Ja, ich komme zu einem Grossisten, das ist wie eine Festung. Und da haben die Russen kaufen ganze große Container auf und das muss dort bleiben. Diese Schätze lagern, die wollen das Geld los haben, weil kann ja passieren, da auf einmal das ganze Geld verfällt. Ja, richtig. Über Nacht. Darauf warten wir alle ja nur, ne? Ja, genau. Und dann kommt sowas vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Diese Turbine ist ja bei Jörg Dölm, aber natürlich sauber hergerichtet. Ja. Und die ist ja in Wien in die Plafondecke hoch. Ach, das war die gewesen? Und dann war die in einen feuchten Raum gelagert. Ha. Victor hatte sehr viele
Warte, das gehen wir weg. Das da ersetzen. Ah, das ist jetzt kalt. Ah, ach so. Ist ja warm, Nini. Naja, das ist, wenn man so dünn ist, ist es halt früher kalt. Da müsstest du bei Tau, Gras, also vor dem Sonnenaufgang, barfuß gehen. Taugras. Taulauf. Und dann hast du warme Füße. Die Füße und gehen. Und natürlich, ja, wenn die Füße warm sind, ist der Körper auch warm. Und natürlich, meine Großmutter war so eine Försterstochter, die hat gesagt, ah, wenn du krank bist, um 3 Uhr früh Tautropfen walzen, warm einwickeln, ins Bett, rausschwitzen, Krankheit ist weg. Ja. Und die Urvölker machen das sehr viel. Ich habe da einen 90-Jährigen, der geht noch ins kalte Wasser baden. Gab es auch Russen hier, die haben auch das Eis aufgehackt im Winter. Ich bin nur hinein, weil ich hineingefallen bin. Und zwar hatten wir ja auch eine Bootsvermietung. Und da haben wir schon im Jänner, Februar, haben wir in der Bootshütte die Boote repariert. Und da ist so rutschig. Pfosten hin und da hat es so, da rutscht es ab, wusch, bis da oben. Und natürlich, da war der Sohn, der Pilot ist, das ist interessant. Ich habe mit meinen Kindern dermaßen interessante Sachen gemacht. Und nur einer nicht, der ist Pilot und dürfen ja nicht, und der ist mir so böse, dass er mich erschlagen wollte und Geld, alles. Der hat so viel verbraucht für seinen Pilotenschein. Er war natürlich in Amerika auch, in England. Wir hatten ja Welt überall Bekannte, also Sektenbekannte. Und die sind auch in so einer Sekte, und zwar ist das die Philadelphia-Kirche. Und früher war diese Kirche Gottes, haben sie sich bezeichnet. Und in den 29er, 30er Jahren, wo eben der erste Riesengeldsturz war, war dieser Armstrong, alles jüdisch. Die sind einmal schlau. Ich bin kein Gegner, ich sage, die sind nur so schlau. Und weil sie dauernd verfolgt wurden, wurden sie immer schlauer. Und jetzt gibt es die Weltherrschaft. Wollen sie. Ja. Wird ihnen aber nicht gelingen, weil jetzt passierte dieser Geldsturz noch einmal. Und ein kurzer Krieg, aber heftiger Krieg. Und dann wird diese Implosion verlangt. Ja. Dann geht's los. Genau. Und alle, die sich jetzt zur Verfügung stellen, um zu lernen, die können anpacken. Ja, das wollen wir ja.